geben. Aber wir haben doch noch etwas, oder nicht? Pff. Ein Haufen Kram, jo. Das ist aber ganz schön viel, du. So. Oh. Dann halt da hinten. Ah, da ist Ausgang. Hurra! Uff, du Francis. Dum, dum. Wie viel fehlt uns noch zum Level ab? Oh, nicht mehr viel. Vielleicht, ja. Oh mein Gott, ich muss niesen. Das kann sehr laut werden. Uiuiui, meine Nase. Na, war kein Fehlalarm. Es hätte durchaus ins Auge gehen können. Das Nieserchen. Tap, tap, tap. Alligator Jack wartet da. Vielleicht will er mit uns reden. Nö, anscheinend nicht. Hui. Tudu. Kokok. Kokok. Wir sind Scavengers. Kokok. Henry. Henrietta. Das Piraten da, ja. Ey, Francis. Ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Das Buch habe ich noch nie gesehen. Oder selbst, wenn mir das Buch gehören würde... Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergilbter Zetteln abkaufen, oder? Doch. Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Warte mal. Ich gebe dir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Da drin sind eine Menge wertvolle Sachen. Aber du gibst mir das Buch und hältst die Schnauze, klar? Ja, von mir aus. So, was haben wir denn alles hier drin? Aha. Interesting, alles interesting. Können wir alles mitgehen lassen. Hä, was? Da war da was. Ich hab's doch gesehen. Geht doch. Ein Ring. Haha, Gold, Tagebuch und so. Uiuiuiui. Dann können wir doch gleich mal was gucken, was wir so alles eingesammelt haben. Natürlich einen Ring. Den hier, würde ich mal sagen. So, was haben wir noch? Warte, bevor wir da irgendwie... Apfeltabak 2, ein Lederbeutel. Und noch zwei weitere. Alte Steintafel. So. Da, Tagebuch von Greg. Ah, Greg, ah. Ja. So. Na, verdammt. Habe ich jetzt mal richtig geraten die ganze Zeit. Und dann das. 3 Fisch, 87 Gold, Gletscherquarz, Goldbrocken, Stängel, Sumpfkraut und 50 alte Münzen. So lässt sich's doch leben. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr übersehen. Doch. Und zwar... Das. Ja. Sind wir hier durch und kamen. Moment mal, haben wir eine Banditenrüstung? Ich glaube nicht, ne? Ne. Schade. Hui! Ne. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich. Nichts. Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da. Da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sie einen schönen Tag. Ja. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. Joe, was denn?
Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Interessant. Aber... Ich brauche die Banditenrüstung. Oh, das Wasser flackert so schön. Mal nützlich, dann können wir darüber reden. Nö. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Welche Viecher? Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Hä, die hab ich doch. Keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Soll ich das etwa ganz alleine machen? Am besten schnappst du dir jemanden von den Jungs. Die sollen ihre Heuer verdienen, anstatt den ganzen Tag nur zu trautschen. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Wer kann mir dabei helfen? Nimm dir ein paar von den Jungs mit. Die hängen sonst die ganze Zeit nur rum. Okay. Und ich liebe aber diese Rüstung gar nicht. Die ist schlechter, oder? Piratenrüstung. Ja, die ist schlechter. Dann nehme ich doch liebend gern die Drachenjägerrüstung. So, wer will denn alles mitkommen? Skip. Von mir erfährt keiner was. Wegen des Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, fast. 20 Flaschen, aha. Du solltest mir helfen. Worum geht's? Der Canyon wartet. Nimm bloß noch ein paar Jungs mit. Der Canyon ist mordsgefährlich. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ach. Bist du... Also. Jetzt aber. Komm mit. Auf geht's. So, währenddessen können wir noch ein paar ansprechen. Sieh an, und eine Landratte noch dazu. Bist ein bisschen dürr für einen Piraten. Ach, heil Schnauze. Du sollst mir helfen. Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt das? Greg. Wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los. Ja. Nein, doch nicht das. Ach, jetzt guckt er sich erstmal um und kraut sich die Eier. So, komm mit. Komm mit. Bin schon da. Hey, Matt. Bist neu hier. Komm mit. Komm mit. Ich kann nicht weg, ja. Ich versuche gerade, mich entspannen. Befehl von Greg. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? Ja. Wir sollen den Canyon säubern. Du bist verrückt. Da gibt's einen Haufen Viecher. Alter. Und Razor. Die sind nicht ohne. Ich weiß. Kommst du jetzt? Pack bloß ein paar Heiltränke ein. Wir werden sie brauchen. Ey, Kollege. Kommst du jetzt eigentlich? Heiltrank geben. Ist hier. Komm, egal welcher Trank das war. Ich brauch dich nicht mehr. Hoffentlich wird das ein bisschen einfach. Nehmen wir noch Garrett mit. Komm bloß, was meinst du, was die anderen Jungs machen, wenn ich weg bin, hm? Wenn ich wie ich bleib. En deux trois. En deux. Oder irgendwie so. So bei uns. Der Kenny erwartet. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Gib mir die Banditenrüstung. Ich bin doch nicht verrückt. Greg reißt mir den Kopf ab. Er hat ausdrücklich gesagt, dass ohne seinen Befehl niemand die Rüstung bekommt. Ich kann sie dir nicht geben. Vor allem jetzt nicht, wo er wieder da ist. Gut. Haben wir überhaupt noch irgendwo einen, der uns begleitet? Ich meine, schon gut, wir haben hier drei Spacken, die uns auf Schritt und Tritt folgen, aber ich möchte noch ein paar mehr, wenn es geht. Oh, das Wasser so laut! So. Warte mal. Nein!
Hey, Bill. Hey, du. Alles klar bei dir? Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin. Wenn ihm das nicht passt. Okay. Owen. Alles klar. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Sehe ich etwa so aus? Nein, nach deinen Klamotten zu urteilen, kommst du von weit her. Ja, okay, ich glaube, wir dürfen nur 3 mitnehmen. Toll. Viel Spaß beim Monsterschl... Ja, ich glaube... Ach, dann pupsen wir drauf. Ihr 3 mitkommen. Wir sind zu viert, also müsste das ja irgendwie hinhauen. Vielleicht können wir noch Alligator Jack mitnehmen. Der ist ja übelst gut eigentlich. Oder Henry? Nee, Henry will ich nicht mitnehmen. Obwohl, wir können es ja mal versuchen. Vielleicht stirbt er ja. Vielleicht kriegt er mein Zorn-Goldstück wieder. Captain, hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Dann sieh mal zu, dass... Verdammte Hacke. Dödüm. Skip mal ganz vorne, nee. Ich würde mal sagen, Alligator Jack, willst du mitkommen? Wir brauchen noch einen guten Mann, der richtig stark ist. Ich hätte auch schon zu ihm sagen können, lass uns jagen gehen, aber nun gut. Wenn er sagt, folge mir, dann ist das jetzt etwas doof. Ach, wir müssen ja hier lang. Sind ja auch alle da? Jo, alle da. Also, Leute, ich, tut mir leid, aber ich kann nicht widerstehen. Weiter geht's. Also, zu unserer rechten Seite seht ihr den Canyon. Links von uns seht ihr den Canyon. Und geradeaus den Canyon. Wenn wir uns verlieren sollten, treffen wir uns hier am Wasserloch wieder. Lass uns weitergehen. Ja, das ist aber schön. Sind denn überhaupt alle noch da? Ja, alle 3. Ah, dann lass mal hier runter dackeln. Also, auf einmal ist da ein Razor, ne? Da ist wieder eins von diesen Drecksfächern. Das war's mit dir, du Mistvieh. Hey, du. 4 Razor übrig. Ja, wir gehen mal hier runter. Alle 3 da. Da unten ist nur einer. Ich hoffe, da oben ist keiner. Ja, warum zückt ihr die Waffe denn nicht mehr, hä? Wir müssen ja auch einiges erledigen. Mitkommen. Mitkommen. Da ist ein Wolf. Ah, wuff, wuff, wuff. Oh, es sind 2. Da hinten müssen wir mal lang. Oh! Trank. Hey, ich habe einen Trank. So, da oben. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Schön, Heilpflanzen. Oh yeah. Und es wird uns, glaube ich, noch ein Razor, aber ich weiß nicht, wo der ist. Diese 3 Kameraden kann ich auch für was anderes noch mitnehmen. Kommt ihr nur mit? Jo. Unsere Entdeckertour. Wir können da oben mal... Ne, ich möchte hier lang. Hey! Bitte was? Ja, schön! Wenn du die hast, du musst mich jetzt aber nicht dafür ablenken, aber oh, scheiße. Nein! Das war doch nicht so gemeint!